Spaß. Ui! Steht erstmal ein volles Fass Bier rum. Schaut euch mal hier diesen geilen Brunnen an. Servus Leute, jetzt Tomix wieder am Start mit einer neuen Location. Diesmal durch einen Tipp von Lost Places Group Viersen. Danke an euch für diesen Tipp. Ist ein großes Gebäude. Soll eine Sporthalle drin sein, ein China-Restaurant etc. pp. Wir gehen mal gleich rein. Heute wieder am Start Mirko, meine Freundin und zwei Zuschauer diesmal. Und wir gehen jetzt gleich mal rein. Auf los geht's los. So, da wir erstmal einen Weg finden müssen, wie wir reinkommen, sind wir jetzt hier in so einem komischen Art Lagerraum-Keller, keine Ahnung, gekommen. Hier liegt noch chinesisches Geschirr von dem vermeintlichen China-Restaurant, was wir hoffentlich noch finden werden. Nochmal Stühle wohl auch aus dem China-Restaurant. Na, wir gucken mal weiter. Drei Stunden später sind wir dann doch mal angekommen, weil der Eingang war ein bisschen scheiße, aber wir sind jetzt drin, wie man hier so schön sieht. Wir sind in der Sporthalle angelangt. Das ist krass. Hier stehen erstmal noch Fußballtore, 18.000 orange Stühle. Stühle ist ja eh immer ein Thema für sich, in jedem Lost Place. Hier könnte man sogar fast so Batman spielen, sind sogar noch Netze da und Fußball kann man auch spielen hier. Auf jeden Fall schon eine riesige Sporthalle hier, die ist echt groß und vor allen Dingen noch Bälle und so vorhanden. Auf jeden Fall gerade schon eine coole Sache hier und noch viel vorhanden. Also zumindest so, dass man sagen kann, das sieht aus wie eine Sporthalle, definitiv nicht so ganz abgewrackt, wie was wir schon mal so hatten. Ja, auf geht's auf jeden Fall mal in eine Etage höher. Sporthalle haben wir soweit durch. Hier ist typisch für Anfänger. Jansin Abdes Aki, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendeine Tafel. Was auch immer hier steht, keine Ahnung. Hier steht erstmal noch ein Getränkeautomat rum. Sieht auch noch gut aus. Hier steht erstmal alles auf Türkisch rum. Warum auch immer. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hier genau sind, welchem Gebäude, aber auf jeden Fall steht hier alles türkisch. Auf jeden Fall gerade irgendwie eine ganz komische Sache hier, weil hier überall Tafeln an der Wände sind. Komisches Gebäude auf jeden Fall hier. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude sein soll. Ist auf jeden Fall so das erste Mal, dass ich nicht weiß, was das hier für eine Location sein soll. Weil hier irgendwie ein Kamin steht. Hier sind Tafeln. Hier sind Duschen, hier sind Wohnräume, aber keine Ahnung. Bin gerade ein bisschen überfragt, was das hier so sein soll irgendwie. Alles auf Türkisch, hier auch wieder. Vielleicht sind wir hier irgendwie in so einer Moschee gelandet oder irgendwelchen Räumen davon, ich weiß es nicht. Treppenhaus, wir gehen mal hoch. Mal schauen, was da so auf uns wartet. Wenn da schon Duschen und irgendwelche Tafeln sind, mal schauen. Kommt hoch und es steht direkt ein Stuhl da. Was auch sonst. Ich glaube, es geht genauso weiter hier. Hier haben wir wieder eine Badewanne, ein Klo. Ja, moin. Hier kommt man erstmal ins Zimmer rein. Hier sind noch drei Betten. Also irgendwie gerade schon eine komische Sache hier. Was auch immer hier gefeiert wurde. Ob das hier doch irgendwie Hotelzimmer waren? Ich weiß es nicht. Hier wieder alles so türkisch. Ich blicke hier langsam nicht mehr durch. Ja, jetzt sind wir hier in der nächsten, kann man schon mal sagen, Location angekommen. Hier ist irgendwie ein Disco-Raum oder so. Hier steht erstmal eine fette Theke drin. Lampen hängen hier auf jeden Fall noch. Das ist auf jeden Fall krass hier gerade. Hier hat man irgendwie in einem Gebäude hat man hier irgendwie alles drin. Irgendwie ein Hotel, wo alles noch türkisch steht. Dann hat man hier einen Disco-Raum oder eine Disco drin. Mal gucken, was das noch so alles erwartet.
Spätenwillen sind auf jeden Fall hier schon in hoher Konzentration. Hier steht noch eine schöne Flasche Whisky. Ist auch mal interessant. Tee, Carla, ist auf jeden Fall noch da. Hier wird aber wohl schon lange kein Bier mehr geflossen sein, wenn man mal hier so schaut. Ja, meine Freunde, hier steht erstmal noch Equipment, würde ich sagen. Hier ist die ganze Sicherungsgeschichte. Hier steht erstmal noch genug Zeug rum von dieser Party-Location, nenne ich jetzt mal einfach so. Was auch immer es hier war, hier steht noch alles rum. Irgendwie sieht das hier auf jeden Fall alles so 70er-like aus, wenn man sich das mal so betrachtet hier. Aber irgendwie auch geil, aber irgendwie auch besonders bedürftig. Wie in der ganzen Location hier, die Farben hier auch in dem Hausflug gerade alles ein bisschen komisch waren. Aber trotzdem auf jeden Fall geil anzuschauen hier. Ja, hier sind wir dann, wo meine ganzen Location für die Zapfgeräte hier. Theke 2, Pils, Alt. Einmal alles hier vertreten. Hier stehen noch schicke Figuren rum, meine Freunde. Das ist doch schick hier. Ey, das ist doch zu der Bier, ne, oder? Hier steht erstmal ein volles Fass Bier rum. Beziehungsweise zwei oder nur eins? Zwei. Ja, ich würde sagen, die Party, die kann steigen. Also, ich würde sagen, wir machen mal eine Party hier. 100 Liter Fass, 100 Liter Bier haben wir noch. Hier unten ist auf jeden Fall alles ziemlich verwinkelt. Auf jeden Fall alles hier von diesen Heizungsanlagen und hin und her und kreuz und quer. Leute, wir haben den Tresor gefunden. Nee. Beziehungsweise einen Tresor. Aber er ist leider zu. Ist auf jeden Fall ein richtig dicke, massive Teil. Wenn man sich das mal so anschaut. Hier steht auch erstmal noch so eine Zapfanlage hier für Cola und so was rum. Ja, hier ist auf jeden Fall noch irgendwo eine Kegelbahn. Die suchen wir jetzt gleich mal. Ist schon geil, wenn man die Kegelbahn mal finden würde. Ja, hier sind wir auf jeden Fall jetzt in der Küche angelangt. Weil hier ist ja auch noch ein China-Restaurant, wo wir auch noch nicht drin waren, weil das hier übelst groß auf jeden Fall ist. Hier die ganzen Platten hier. Die schauen nicht sehr leer. Ist der wirklich leer? Kühlbergs. Aber leer. Ja, hier ist jetzt noch ein weiterer Küchengang hier. Mikrowelle, Stühle. Mal schauen, wo geht's hier hin? Ah, hier ist noch ein Lager. Hier wurde wohl noch Döner verkauft. Hier liegt Döner, Kebab, Papier rum. Außer hier liegt noch Pommes-Salz. Da liegt hier noch rum. Hier kommen wir der Sache auf jeden Fall mit dem China-Restaurant näher. Hier vorne geht es jetzt nämlich in den Raum rein, wo der ganze China-Laden ist. Jetzt ist leider nicht so übelst hellfilm, weil hier die Straße ist. Aber schaut euch mal hier diesen geilen Brunnen an. Der ist auf jeden Fall geil. Hier ist noch die ganze Küchenzeile, beziehungsweise die Bedienungs. Location hier. Hier wieder irgendwas Türkisches. Ich weiß nicht, war das hier ein China-Restaurant in türkischer Hand? Das ist die Frage. Leute, das ist doch mal geil. Hier ist noch komplett die ganze Bestuhlung steht hier noch. Tische stehen hier noch. Hier steht einfach noch alles rum. Komplett die ganze Einrichtung steht noch hier rum in dem Essenssaal hier. Da ist schon krass. Leute, schau mal hier. Wir sind im chinesischen Restaurant. Hier steht alles auf Türkisch. Warum auch immer. Ja, die Abteilung sieht da auch lustig hier aus. Hier steht erstmal noch ein bisschen Porzellan drin. Nein. Auch in so einem asiatischen Stil gehalten hier. Ja, ich würde sagen, hier ist auch noch eine schöne Figur. So wie gerade im Keller war, geht das hier weiter. Die ist echt schön. So, die war auch massiv. Noch mit chinesischen Zeichen unten. Die sieht schick aus. Leute, was richtig komisch ist, wir sind hier gerade in dem China-Laden gewesen und direkt die Nebentür, wie man hier sieht, ist die Disco. Das muss mir mal einer erklären, habe ich keine Erklärung für. Leute, man läuft hier Eingang weiter von dem China-Imbiss, Restaurant, was auch immer, und auf einmal hängt da eine Tafel, wie oben in dem anderen Gebäude, wo wir gerade waren, beziehungsweise in der Etage. Ich verstehe gerade irgendwie die Welt nicht mehr hier. Neben einem China-Imbiss ist hier eine Tafel, ist hier eine Disco, hier ist irgendwie alles in einem Gebäude drin. Sehr, sehr komisch. Hier liegen Schulsachen rum. Keine Ahnung. Hier hängt wieder irgendwas auf Türkisch rum. Nochmal mit Fotos von dem Lokal. Ja, hier stand
Die Zapfanlage. Oh, ah, hier steht auch wie so ein Lager hier ist das. Mhm. Hier noch so ein altes Bierschild hier. Hier sind Spinnen aus der Hölle. So ganz komische weiße Spinnen hängen hier. Eklig, eklig, eklig. Hier sieht's eklig aus. Da will ich nicht reingehen. Das sieht sehr, sehr komisch aus hier. Wir haben dann wohl mal die Kegelbahn gefunden. Erinnert mich gerade irgendwie an den Altenheimer Bahn. Wir haben wieder eine Kegelbahn. Leute, hier ist erstmal die Kegelbahn. Und hier ist erstmal ein Spielautomat. Und eine fette Theke. Und noch richtig viele Sitzmöglichkeiten. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein richtig geiler Partykeller hier. Was auch immer hier in diesem ganzen Gebäude gefeiert wurde. Definitiv krass. Die Kegelbahn ist auf jeden Fall schon ziemlich marode. Nicht so gut wie im Altenheim. Da hinten liegen zwar noch Kegel, aber Kugeln, keine Ahnung. Ich gehe trotzdem mal gucken. Leute, ich habe noch ein, zwei Kugeln gefunden, aber leider gehen nicht mehr alle Kegel runter, weil die da stecken und die gehen nicht mehr runter. Das ist das Problem. Aber einmal Kegeln geht auf jeden Fall mit noch 5 Kegeln, was hier rumstehen. Hier ist auf jeden Fall noch eine Tafel von Kegeln. Hier ist die Sitzecke. Und hier wieder der Partyraum, der auf jeden Fall richtig geil ist. Hier geht es wieder hoch. Voll das Labyrinth hier. Da sind wir auf einmal wieder in der Turnhalle angelangt. Aus dem China-Restaurant. Ich verstehe immer noch nicht, was das für eine Location hier ist. Ball. Pass. Ui. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder raus aus der Location. War auf jeden Fall ganz spannend, weil irgendwie haben wir das noch nie so alle gesehen, dass da irgendwie so alles kreuz und quer in dem Ding ist. China-Restaurant, eine Sporthalle, eine Kegelbahn, irgendwie eine Disco, noch ein anderer Raum mit einer Theke und war auf jeden Fall irgendwie geil. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert mich, wenn ihr noch nicht gemacht habt, drückt die Glocke, so seht ihr immer meine neuesten Videos. Und weitere spannende Videos werden auf jeden Fall folgen. Euer It's Tom Max, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.